Ja, wenn man natürlich die zwei Kader miteinander vergleicht, dann ist es zunächst mal von der Papierform her ist natürlich schon ein Unterschied da. Das ist keine Frage. Ja, das alles Entscheidende wird sein, wie man die Rolle ausfüllt auf dem Platz. Ja, da hilft es nicht, wenn man vorher große Ankündigungen macht und sich irgendwie sieht. Entscheidend ist, wie man es hinterher sieht. Ja, und das müssen wir auf dem Platz erledigen. Und dazu sind wir zu allem bereit, ist ja ganz klar. Keine Frage. Wir machen uns da nicht klein, sondern wir sind da realistisch. Ja. Aber das hat der Fußball gezeigt, dass wir da uns sicherlich, dass wir sicherlich einiges anzubieten haben, um in den Duellen die Nase vielleicht am Schluss auch vorne zu haben. Ja, das hat sich ja über die ganze Saison hinweg auch gezeigt. Und das war natürlich jetzt auch in den letzten Spielen, wo es um die Wurst gegangen ist. So, na, ich denke, spielerisch ist es wirklich eine gute Mannschaft. Ja, wehtun. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich denke, dass man sie schon auch zwingen kann Richtung eigenes Tor, dass man da eben, wenn man mit hohem Tempo spielt aus der Balleroberung, dass man da Möglichkeiten bekommt, definitiv. Wenn man da effizient ist, dann kann man da den einen oder anderen Moment natürlich auch immer wieder ausnutzen, ganz klar. Ja, und man muss natürlich gemeinschaftlich als Mannschaft wirklich gut und präzise verteidigen, um eben die Individualität so, jetzt haben wir's, in den Griff zu bekommen. Ja, das wird ein ganz entscheidender Punkt. Da muss man Gemeinschaft mit anpacken und man muss auch gemeinschaftlich angreifen. Ja, also man muss da eben gucken, dass man diese Momente, um eine Überzahl zu schaffen Richtung Tor, die muss man halt nehmen. Und das haben wir vor.